klar ist das kompliziert, klar ist das kacke auf gut Deutsch gesagt. Es gab manchmal Momente, wo ich einfach nicht mehr konnte, weil alles zu viel war, aber... Hey Leute, willkommen bei den Sibukins. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute mal ein Quatschvideo, nenne ich das einmal mal ein Plaudervideo, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Ich habe das ja nur am Anfang gemacht, wo ich einfach mal so gerade vor der Kamera gesessen habe und geschwätzt habe. Und ja, jetzt ist mal wieder nach einem halben Jahr oder so wieder mal so ein Video. Und ja, sorry, falls ich ein bisschen aufgeregt bin, aber das ist komplett anders als zu vloggen, finde ich. Weil Vloggen ist halt für mich momentan total schon einfach geworden in dem Sinne, weil ich dann immer die Kamera dabei habe. Und jetzt einfach mal so hinsetzen und reden, ja, ist schwer. Also, fangen wir mal an. Heute geht es ums Thema Bauen mit Baby, Bauen mit Kind, Bauen mit der Schwangerschaft oder schwanger sein und bauen und wie auch immer. Ich habe so viele Leute schon deswegen gefragt und generell auch ein paar Leute fragen immer da zu meiner Meinung oder wie auch immer oder wie wir das gepackt haben. Und da habe ich gedacht, ich drehe einfach mal dazu ein Video und wünsche euch viel Spaß damit. Also, wo soll ich anfangen? Als allererstes finde ich es eigentlich ganz schwer, überhaupt diese Frage verallgemeinern und so zu beantworten, weil ich denke, also Haus, erst Haus und dann Baby oder Baby und dann Haus oder zusammen oder wie auch immer, zusammen viel zu kompliziert. Ich denke mal, da sollte eigentlich gar nicht zur Frage stehen, weil ein Kind ist was Wunderbares und was Schönes und was Einmaliges. Ja, nicht jeder hat dieses Segen, sag ich jetzt, einfach mal ein Kind zu bekommen. Und ich finde, es sollte gar nicht zur Frage stehen, ob das jetzt mit Haus oder wie auch immer. Klar ist das kompliziert, klar ist das kacke auf gut Deutsch gesagt. Es gab manchmal Momente, wo ich einfach nicht mehr konnte, weil alles zu viel war. Aber klar, wir leben in der heutigen Zeit, wo man das alles ja beeinflussen kann, wann man schwanger wird und man plant ja alles und man gibt ja tausend Sachen dafür, tausend Apps und weiß ich was, was man mal alles machen kann, um schwanger zu werden oder um das zu planen. Aber ja, was ich eigentlich damit sagen will, ein Kind ist sowas Tolles und nicht jeder hat dieses Glück, ein Kind zu bekommen. Und wenn ihr das Glück habt, ein Kind zu bekommen, dann ist das halt so, dann ist das vielleicht während der Bauphase oder wie auch immer. Aber ich denke, ein Kind sollte immer vorgezogen werden. Ich glaube, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, es gibt so viele Paare, die sich Kinder wünschen und bei denen es nicht klappt. Und die wären froh, wenn die, also wenn die ein Kind kriegen würden. Und ich glaube nicht, dass, also, oder ich habe so ein Denken, nicht, dass man dann das Bauen vorgezogen hat und irgendwie später klappt das dann nicht mit dem Kind oder wie auch immer. Und dann ärgert man sich vielleicht immer im Nachhinein. Das ist so erstmal meine Meinung dazu, dass das Kind immer vorgeht. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Punkt, wie das ist, schwanger oder beziehungsweise bei uns war das geplant, ungeplant, sagen wir es mal so. Und also wir waren schon in der Hausplanung, waren aber auch nicht abgeneigt, ein Kind zu bekommen. Also das hat alles so eigentlich soweit gepasst und ja, dann war das soweit, dann war ich schwanger und dann haben wir einfach weitergemacht mit dem Bauprojekt. Wir hätten eigentlich auch stoppen können, wir waren jetzt noch nicht so weit, wir waren bei der Planung. Bei den Entwürfen, wir hätten das auch nach hinten weiter rausschieben können. Und ja, dann haben wir aber trotzdem weitergemacht, haben einen Bauantrag gestellt. Es hat aber alles ein bisschen länger gedauert. Und ja, dann kam das Ganze Ungeplante. Wir haben gedacht, dass ich dann in der Schwangerschaftsphase, dass wir schon anfangen zu bauen. Und dann, wenn die Kleine da ist, dass halt schon die ganzen Eigenleistungen begonnen werden und dass dann alles ein bisschen einfacher wird, wo die noch viel, viel kleiner halt ist. Ja, dann haben wir aber sehr lange auf die Genehmigung gewartet und dann war schon Sommer, da war ich schon hochschwanger und da ging es immer noch nicht voran. Was jetzt aber eigentlich im Endeffekt total egal war, wann man damit anfängt. Das einzig Schwierige war wirklich dann, wir haben im September angefangen zu bauen und ja, sie ist im September zur Welt gekommen. Das war halt alles ein bisschen sehr viel, also für mich nur nicht mal, sondern eher für meinen Mann, der hat so diesen größeren Part zu tragen. Er ist der Mann in der Familie, er muss das irgendwie alles managen. Vor allem, wir haben ja alles in Eigenleistung gemacht, das heißt, wir haben die Pläne von unserem Architekten gehabt und haben den Rohbau ja auch von der Firma aufstellen lassen, aber wir haben das alles komplett selber gemanagt und die Termine und wo was wie gemacht wird, auch statische Sachen, das musste alles vor Ort, alles mein Mann selber klären, also wir hatten keinen Bauleiter. Und
Ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt oder noch nicht die Videos gesehen habt, es gibt einige Videos dazu oder beziehungsweise es gibt auch Videos zum Rohbau dazu und generell, also seht ihr alle meinen Vlogs, ja. Ich kann euch einen der Anfangsvlogs ja in die Infobox verlinken, dann seht ihr unseren Chaos, wie das halt war. Ja, und das war, denke ich mal, für ihn einfach der schwierigste Punkt, weil die Kleine kam auf die Welt und er musste hier auf der Baustelle viele Sachen selber allein entscheiden, weil ich dann zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, ja, es hat mich gar nicht interessiert, sagen wir es mal so, wie zum Beispiel, die kam Ende September auf die Welt, ich lag im Krankenhaus dann halt, ne, die paar Tage und hier wurde dann vor Ort auch schon gebaggert, beziehungsweise ich glaube, die Rohbau sollten anfangen. Und da wurden viele Punkte beschlossen, die hat mein Mann dann einfach alleine entschieden, so wie der das für richtig gehalten hat. Wir haben uns dann gar nicht mehr viel beratschlagen, weil der hat zwar mir da die Sachen erzählt, klar, aber ich habe dann gesagt, mach wie du das meinst. Und zum Beispiel war das die Höhe des Hauses und später habe ich dann gedacht, vielleicht hätten wir die Höhe des Hauses ein bisschen anders machen können. Aber ja, das war halt zu dem Zeitpunkt so einfach ja, schnell was entschieden, sagen wir mal so. Das war dieser Nachteil. Und aber dann kam eigentlich die Winterzeit, der Rohbau wurde nach und nach erstellt, also gewissen Wetterungsverhältnissen. Und das war eigentlich auch gut so, weil wir hatten dann Zeit ein bisschen für die Kleine. Und mein Mann war dann trotzdem immer ganz normal zu Hause, er musste ja beim Rohbau nichts mitmachen. Und dann, wo die Eigenleistungen angefangen haben im Frühjahr, das war dann schon wirklich diese, ja auch harte Zeit, sag ich mal einfach mal, wo, wenn man eine Eigenleistung macht, dann klar, dann ist der Mann weg, dann seid ihr auf euch allein gestellt. Also bei uns war das dann, also klar, mein Mann hat viel mitgeholfen, was er mithelfen konnte, aber natürlich kann ich da nicht von dem verlangen, dass er irgendwie noch nachts 10.000 Mal für mich aufsteht oder wie auch immer, weil er war arbeiten ganz normal seine 9, 10 Stunden und dann nochmal hier auf der Baustelle immer was gemacht, am Wochenende, jeden Samstag gearbeitet. Und da muss man sich halt einfach arrangieren als Paar und auch sich verstehen in dem Zeitpunkt. Klar gab es manchmal schwierige Momente, wo ich einfach mich allein gelassen gefühlt habe, aber das ist, das legt sich alles und vor allem man sieht dann diese Bestätigung von dem Haus und es kommt natürlich auch viel auf den Mann drauf an, ne? Also wenn man so einen Mann hat wie ich, nein Quatsch, aber der dann einfach einem trotzdem noch zugesichert, dass es alles für uns ist und dass er sich total die Mühe trotzdem gibt, dann den Sonntag komplett für uns zu nutzen oder. Ja, und was halt noch schwierig war, aber auch bei der Anfangszeit ist wirklich diese Phase, wo man ja so ein bisschen leicht labil ist, generell in der Schwangerschaft, dass man halt keine negativen Sachen halt ja so gern an sich ranlässt. Da nochmal zurückzuführen, genau, das war auch einer der schwierigen Punkte, finde ich. Also wenn, wie zum Beispiel, wir haben auf die Genehmigung gewartet und dann hieß es, wir müssen so und so noch eine Auflage ändern und das war für mich zusätzlicher Stress, also ja, klar, man sollte ja so wenig wie möglich Stress in der Schwangerschaft haben und das habe ich auch versucht, aber ich denke mal, gut, es gibt Leute, die haben irgendwie Todesfall oder in der Familie oder sonstiges, das ist ja noch viel, viel schlimmer, also jetzt, was die Schwangerschaft dann angeht, ich denke mal, das war alles noch harmlos, aber trotzdem war das für mich so immer, oh Gott, und oh, wie geht's der Kleinen und hoffentlich bekommt sie nichts davon ab, weil ich dann so nervös war, weil wir die Genehmigung nicht bekommen haben. Man ist halt so emotional ja ein bisschen anders drauf, ne? Genauso auch nach der Schwangerschaft, also die ersten Tage ist man ja sowieso hormonell ein bisschen durch den Wind. Und ja, dann ist dein Mann vielleicht auf irgendeinem Termin, weil der mit irgendeinem Bauunternehmer was besprechen muss. Und die Kleine, du hast hier so einen ganz kleinen Wurm und bist total irgendwie hilflos, so habe ich mich jedenfalls erstmal gefühlt. Also man will dann halt so viel wie möglich mit dem Partner, mit ihm zusammen sein. Und das war halt bei uns nicht ganz immer so möglich, weil er natürlich auf Termine auch sein musste. Ja, das war so die schwierige Zeit und auch vor allen Dingen, weil mein Mann mir nicht alles dann, ja wie schon erwähnt, nicht alles sagen konnte. Vor allem, ich habe gestillt am Anfang. Oder die meisten, also viele Monate habe ich gestillt. Ich habe dann bis 8 Monate gestillt. Aber diese Anfangszeit, irgendwann pendelt sich das ja ein und du stillst automatisch und machst dir da keinen Kopf drüber, aber am Anfang willst du ja, dass es funktioniert und dann wollte er mir manche Sachen dann halt, keine Ahnung, wurde die Statik geändert, da mussten noch Fundamente gemacht werden, weil wir dann festgestellt haben, dass das Grundstück anders ist als geplant und das sind ja, richtig große Mehrkosten gewesen, die auf uns zugekommen sind, das heißt mehr Geld, was dann am Ende fehlen wird und das sind so schon Sorgen, wo du dir mal dann den Kopf zerbrichst abends
Und das hat mein Mann so mehr oder weniger alleine gemacht. Er hat dann versucht, mir das so sanft wie möglich zu erklären oder zu sagen, damit ich mir nicht so einen Kopf mache, damit halt ich die Milch trotzdem noch habe und weiter stillen kann. Das waren so wirklich so am Anfang diese, ja, Strapazen, sagen wir mal so. Und dann irgendwann pendelt sich das ja ein, wenn du einmal anfängst so zu stillen richtig, dann fluppt das. Nein, aber dann funktioniert das eigentlich. Und also so war das jedenfalls bei mir. Ja, das sind so meine Erfahrungen. Klar, jeder muss selber entscheiden, wie das halt zu machen ist. Ob ich das nochmal so machen würde, ich weiß es nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, eigentlich ziehe ich das Kind vor. Es ist ja auch so, wenn man es aber in der Hand hat, dass man wirklich noch gar nicht bei der Babyplanung ist, dann klar, erstmal vorher bauen und dann das Kind mal, also machen. Kriegen, wie auch immer, oder halt wirklich schon, dass die Kinder ein bisschen älter sind, so 2, 3 oder vielleicht auch schon 4 Jahre alt, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Erfahrung dazu, aber ich stelle mir das auf jeden Fall einfacher vor, wie jetzt bei uns, wo die dann schon wirklich so gekrabbelt hat und du kannst halt nichts machen. Du kannst ihr auch nichts sagen, also so von wegen, mach das nicht oder weiß was ich, die versteht das ja nicht. Für die ist das alles dann interessant, also das. Alles hier, also was hier rumliegt oder rumlag im Haus, das war alles total spannend für die natürlich und ja, aber ich bereue es trotzdem nicht. Für mich war das halt immer noch ein Grund mehr, eine Motivation. Immer wenn ich hier hingekommen bin, ich bin ja wirklich jeden Tag hier jetzt mit ihr spazieren gegangen dann und für mich war das immer dann so, ich habe gesehen, wie hier was entsteht, wo ich weiß, sie wird hier über die Wiese laufen, vor allem wo sie angefangen hat, so wirklich Sachen so schon zu verstehen, zu krabbeln, sich umzudrehen und ja, wo das Kind aktiver wird, dann merkst du wirklich so, oh Gott, das ist so, das ist für sie so. Also das war jetzt mein Gedanke immer und klar ist es auch für uns das Haus und so, aber der größte Faktor für mich für ein Haus ist oder für uns war wichtig für ein Haus, dass wir das für unsere Kinder machen, dass ich oder mein Mann und ich, wir sind selber in einem Haus groß geworden und auf dem Land, sagen wir es mal so, und mit viel Freiheit und ich möchte, dass mein Kind ein bisschen von dieser Freiheit auch was spürt, vor allem weil es hier in Deutschland schon eh alle so ja, voller Gesetze und Enge und irgendwie. Ja, du lebst in so einem Strom, wo du eigentlich kaum nach rechts und links ausweichen kannst. Du hast halt immer ja, dein Tagesablauf, wo das Kind seine Pflichten auch hat und du als Erwachsener hast eh 1000 Millionen Pflichten und du hast immer diese Termine und diese Zeitbegrenzung irgendwie. Und da haben wir uns einfach gewünscht, dass unsere Kinder ein bisschen Freiheit haben mit einem großen Grundstück, mit einfach, ja, wo die einfach rauslaufen können und spielen können. Und ich hoffe, das haben wir geschafft. Das werden wir ja in ein paar Jahren sehen, wenn die dann hier so rumlaufen kann. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird sie ja schon hier rumdüsen auf der Wiese. Und ich genieße es jetzt schon, dass ich einfach in den Garten gehen kann, auch wenn noch kein Garten vorhanden ist. Aber dass die einfach da überall rumgehen kann oder rumschnüffeln kann auf der Wiese und mit dem ganzen Schotter. Und die ist da total in ihrem Element. Und ja, das liebe ich einfach. Und ich denke mal, damit ist alles gesagt. zu dem Video. Also wie gesagt, es liegt klar natürlich in eurer Hand, macht, wie ihr das für richtig hält. Aber ich denke, man soll froh sein, wenn man schwanger wird. Das ist so ein Statement von mir. Und man ist es machbar. Es machen so viele Paare. Seid nicht die Einzigen, die dann irgendwie Haus bauen und schwanger werden. Klar, es ist hart, es ist anstrengend. Ich habe auch oft geweint oder weiß ich was. Und wir saßen oft beide auch und waren ratlos. Und weil man kann halt nicht das Kind gerade mal. Klar, ich konnte das Kind Gott sei Dank auch. Das kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, dass man die Familienunterstützung natürlich bekommt und die Unterstützung vom Mann. Und ich hatte die 1000%ige Unterstützung von den Familien von beiden, dass ich wirklich die Kleine, die war auch recht pflegeleicht, dass ich die auch mal samstags abgeben konnte und wirklich mit am Haus auch mitarbeiten konnte, mit anpacken konnte. Das war für mich auch ein bisschen, ich bin rausgekommen, habe was anderes gemacht und das war gut so und es hat mir auch, also das war, es hat alles komplett gemacht, sagen wir es mal so. Und ja, wenn man das Kind so irgendwie arrangieren kann, dass es auch mal ein bisschen ja, zu Eltern kann, zu Großeltern, wie auch immer. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr mal zum Baumarkt müsst. Ihr müsst die Kleine einpacken und dann losdüsen. Das war schon wie oft. Also ich glaube, die Kleine kennt jeder hier bei uns in unseren Baumärkten hier. Die war schon überall. Die ist es aber gewohnt. Also wir haben die von Anfang an so mit eingebunden und es war dann halt so. Also klar, beim zweiten Kind würde ich es vielleicht anders machen, würde ich die vielleicht nicht so oft irgendwo
so viel beim Getummel mitnehmen, aber im Endeffekt, ja, wir waren immer schnell unterwegs und klar, wenn sie geschlafen hat, dann hat sie geschlafen oder wenn sie ihr Essen gebraucht hat, dann hat sie ihr Essen gebraucht. Das war, ja, das ist ja alles ganz logisch. Ich habe sie jetzt nicht aus dem Schlaf gerissen und musste schnell zum Baumarkt. Das habe ich natürlich niemals gemacht, nicht, dass hier irgendwie ein falsches Bild entsteht oder so. Aber es war halt manchmal so, dass man dann auf Termine musste und dann musste die Kleine halt mit. Aber wir haben es gepackt und ihr schafft es auch. Also, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder generell noch irgendwelche Anregungen habt oder das Thema Baby euch da irgendwie mehr interessiert, kann ich auch dazu immer wieder ein paar Videos machen. Ansonsten, wie immer, meine Vlogs und zwischendurch vielleicht mal hier so Plaudervideos, wenn es euch gefällt. Dann könnt ihr euch immer eine Tasse Tee oder einen Kaffee dazu holen und dann ein bisschen mir zuhören, wenn es euch interessiert. Ja, und ansonsten überlege ich noch eine kleine Verlosung zu machen, weil wir ja schon bald die 1000 Abonnenten erreichen, was ich niemals gedacht hatte, wo ich damit angefangen habe. Ich habe mich ja ewig nicht getraut, das zu machen, aber die ganze Zeit im Kopf gehabt und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil das für mich ein richtiges Hobby geworden ist. Mir macht es Spaß, das zu drehen, mir macht es Spaß, das zu schneiden. Und mir macht das natürlich mega Spaß, es dann hochzuladen und eure Kommentare zu lesen, euch weiterzuhelfen und einfach ja, mit euch da irgendwie so einen Kontakt aufzubauen, eine Community, eine kleine. Und ja, wie gesagt, wir sind schon 1000 Leute. Anton meinte letztens, ja, wenn ja, so 1000 Leute hier bei uns im Garten stehen würde, wäre ja auch schon mal der Garten voll. Ne? Ich dachte, ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen, diese Zahl. Aber für mich ist es zwar eine kleine Zahl, aber für mich ist es eine große Zahl. Und dafür wollte ich euch nochmal Danke sagen, wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss!